Herzlich willkommen beim Invest in Best YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hartnagel. Und heute natürlich einen ganz besonderen Platz. Wir sind heute beim Goldenen Dachl und natürlich ist es, glaube ich, logisch, Hannes, um was es jetzt heute geht. Es geht um Gold, Gold und nochmal Gold. Lieber Hannes, ich darf dich bitten, eine kleine Einleitung zu geben. Genau, Goldenes also Dachl hat ja schöne Geschichte. Das Goldene Dachl, natürlich das Wahrzeichen der Landeshauptstadt von Tirol, Innsbruck, bestehend aus 2657 feuervergoldeten Kupferschindeln, also die sind nicht wirklich aus Gold, nicht aus massivem Gold. Aber es wurden schon zwei gestohlen. Und vor allem, es würde auch statisch vom Gewicht her natürlich dann auch gar nicht so funktionieren, dass man das Dach so decken kann, weil es dann auch runterrauschen würde vom Gewicht her allein. Aber immerhin Feuer vergoldet, von dem her ein Wahrzeichen der Stadt und ein Zeichen an und für sich auch des Wohlstandes, des Reichtums, wurde 1420 bis 1460 die Residenz der Tiroler Landesfürsten Friedrich des IV. Und Sigmund des Münzreichen. Haben wir heute auch eine münzreiche Zeit, Benjamin, oder sollte es heißen Christine Lagarde, die Münzreiche, die Papierreiche vielleicht sogar? Wäre, glaube ich, ein guter Namensvergleich. Das Gold allerdings hat doch dann längere Beständigkeit als die anderen Systeme, die wir so haben. Von dem her, glaube ich, wird Christine Lagarde kein Dachl, Papierdachl bekommen, sondern sie wird in der Geschichte verschwinden, im Gegensatz zu Gold. Benjamin, wie siehst du das? Also ich glaube, wir reden über Gold natürlich, das liebe ich. Jeder weiß, wie sehr ich Gold liebe. Und ich liebe Gold deswegen, weil wir einfach gerade derzeit in diesem gigantisch großen Zyklus sind. Wir sind im Goldzyklus, wir sind im Edelmetallzyklus, sind wir schon seit dem Jahre 2000 so nebenbei. Und ein super Beispiel, das du gerade gegeben hast, 550 Jahre zurück. Was hat denn bis heute noch überlebt? Was ist bis heute noch da? Die Menschen sind sicher nicht mehr da. Viele Geschäftsmodelle sind auch nicht mehr da. Was aber noch da ist, ist Gold. Und genau das ist es, was Gold so ausmacht. Gold hat jede Krise überstanden, hat viele Kriege überstanden, uns Menschen den Lebenszyklus überstanden. Und es gibt, also meistens ist Gold eigentlich sehr schlecht, muss man ganz klar sagen. Warum? Weil Hannes hat ja vollkommen recht. Kapital muss ständig im Fluss sein. Das bedeutet eben, in Wachstumsphasen bedeutet das nur, dass Unternehmen Kapital bekommen, um neue innovative Geschäftsmodelle aufzubauen und damit Wachstum zu erzeugen. Ja? Das ist vollkommen richtig, das ist auch die meiste Zeit so. Allerdings, und das ist eben der Clou dran, gibt es Zeiten, wo es besser ist, dass man das Geld abzieht aus der Wirtschaft, ja? Auch wenn es vielleicht manche sagen, ja, das ist unmoralisch und so, weil man sie abzieht und Gold ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Nein, es gibt einfach Phasen und Zyklen, wo man es abziehen muss und einfach konservieren muss. Und was gibt es da nichts Besseres, wie natürlich das Gold. Das Gold ist seit Jahrtausenden, seit 5.000, 6.000 Jahren der einzig wahre Wertspeicher, den wir auf unserer Welt haben. Und selbstverständlich bleibt das auch so. Ja, weil alles, was passiert, das alles um das Gold herum, schwankt im Preis oder verfällt, aber das Gold bleibt immer das Gold. Und wenn man in Gold bewertet, hat man die Wahrheit. Und gerade deswegen legen der Hannes und ich bei Invest in Best natürlich auch so viel Wert darauf, dass das Verständnis, das Wissen bei den Menschen einfach ankommt, weil, und das Tolle ist gerade, wir sind gerade in diesem Edelmetallzyklus und das erlebt man nur einmal eigentlich im Leben, wo es richtig so zur Sache geht am Ende dieser großen Generationenzyklen und das macht das Ganze so spannend. Wenn wir uns zum Beispiel eben, blenden wir jetzt hier nochmal ein, die M2 Money Supply in den USA anschauen, also die Geldmenge, die zirkuliert, die derzeit von den Zentralbanken geschaffen wird, in die Wirtschaft gepumpt wird. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, Hannes. Vor der Corona-Krise hatten wir 106% Wirtschaftsleistung, also BIP zu den Schulden in den USA und derzeit sind wir bei unfassbaren 132%. Ich meine, das ist der US-Dollar stellt die Weltreserve-Währung und wir sind fast 30% an Schulden sind gewachsen zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist eine unfassbare Zahl. Du hast ganz recht und wenn du sagst, es ist unmoralisch oder viele würden denken, es wäre unmoralisch, Geld momentan abzuziehen, um es in Gold zu veranlagen. Unmoralisch ist was anderes. Unmoralisch ist von den Notenbanken dieser Welt, Geld zu drucken, den Menschen Helikopter-Money zu verteilen, ob das ein Stempel von Donald Trump auf dem Scheck ist oder Christine Lagarde und andere Sachen auf dem Geldschein abbildet. Faktum ist, Helikopter-Money ist auf der ganzen Welt zum Standard geworden und damit werden, sagen wir mal, die großen Massen ruhig gestellt. Jeder ist fröhlich und glücklich, da er vom Staat, vom positiven Staat und den Gelddruckmaschinen Geld bekommt, Geld erhält, aber dass damit wesentlich mehr Geld gestohlen wird, dass das Geld mehr entwertet wird denn je. Umverteilt wird. Dass das, was er in der Tasche auch noch für sich hat, durch harte Arbeit verdient hat, weniger wert wird. Das sagt man den Menschen nicht.
Und diese Rechnung bekommen wir spätestens 2021. Wir spüren es schon, die Inflation, Lebensmittelpreise etc. Es hat begonnen. Es hat begonnen. Wir haben die Ausschreitungen überall auf der Welt. Wir haben es in den USA, wir haben es in Europa, wir haben es in Deutschland, Stuttgart, Stichwort etc. Überall haben wir diese sozialen Unruhen jetzt schon im Keim. Ja. Und diese werden noch weiter wachsen. Ich sage einmal, das ist ein riesengroßer Virus auf der Welt, der wirklich gefährlich ist. Und ich will damit den anderen Virus nicht weniger gefährlich sehen, aber das Ganze, was da entsteht, ist natürlich eine riesengefährliche Sache. Ja, und ich glaube, Hannes, oder? Es ist auch einfach so wichtig, beim Gold ist es einfach das Besondere, dass es einfach wirklich kein drittes Parteienrisiko hat. Und ich glaube, das verstehen so wenige. Viele denken immer, das ist ein altes Relikt, ja, und das braucht man nicht mehr und es gibt jetzt eben andere Sachen. Viele Leute sehen immer noch in der Immobilie so den absoluten Schutz vor der Inflation, den Schutz ja generell vor der Geldentwertung. Das ist ein kompletter Bullshit. Natürlich, sorry, das muss man ja einfach sagen, weil Immobilien natürlich auch auf Schuldgeld aufgebaut sind. Und wenn dieses Schuldgeld ja entwertet wird, dann fällt das Schuldgeld weg und am Ende des Tages ist was da, was aber keiner weiß, wie viel es am Ende wirklich wert ist. Und genau deshalb ist einfach das Gold die Wahrheit. Jeder bei Invest in Best weiß an und für sich, wie sehr ich Immobilien liebe. Ja, genau. Und meine Leidenschaft an und für sich auch bei Immobilien ist. Du hast auch viele. Also. Aber natürlich weiß ich auch momentan, okay, jetzt ist nicht die Zeit für Immobilien. Immobilien, die mir zu 100% gehören, natürlich werde ich die jetzt vielleicht nicht alle zu Geld machen und abstoßen. Aber mir ist ganz klar, ich mache keine fremdfinanzierten Immobilien jetzt. Der Zyklus sagt es mir einfach. Nicht genau. Benjamin, nicht irgendein genau. anderer Berater, genau. sondern einfach das Verständnis, das, was ich gelernt habe aus den Zyklen durch Benjamin. Das kann ich heute umsetzen und dadurch bin ich auch für die Zukunft besser vorbereitet. Ich werde, sobald der Zyklus wieder dreht, in Immobilien wieder investieren und werde tolle Gewinne damit erzielen, das weiß ich. Aber nicht heute, nicht in dieser Phase des Zyklus. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, man muss eben jede Vermögensklasse, in die man investiert, das kann man auch generell diesen Rat geben, das muss man einfach wirklich verstehen. Und gerade beim Gold, es ist einfach nicht verstanden. Ich habe immer wieder das Gefühl, Gold versteht man nicht. Viele glauben immer, das ist eine Spekulation. Gold ist pure Spekulation. Ich meine, wenn ich das schon höre, ja, Gold ist nichts anderes wie der Urmeter. Das ist das einzig echte und letzte wahre Lineal, das wir auf der Welt noch haben. Mit was, ich meine ganz ehrlich, die Euros, die Dollars, die Yens, die Franken, alles, was in der Welt an Papiergeld zirkuliert, das ist kein Maßstab, weil dieser Maßstab wird täglich verändert. Ja? Ein kleines Übungsbeispiel für euch. Ja? Quotet einfach mal den Aktienmarkt in M2 Money Supply von den USA. Das könnt ihr ganz leicht machen bei der FED-Datenbank, nur so nebenbei. St. Louis FED könnt ihr das selber machen. Schaut euch das mal an. Das ist der Wahnsinn. Ja? Wenn man die Aktienmärkte preist in dem Geldmengenwachstum, sieht es auch schon wieder anders aus. Wenn man es dann in Gold preist, ja dann erst recht. Aber ich glaube, deswegen wäre es ihm so wichtig, dass man wirklich auch von den Denken ist. Ganz, ganz schwierig. Jeder weiß, man kann sich noch erinnern, als die Mark weggekommen ist, als der Schilling weggekommen ist und der Euro eingeführt worden ist. Jeder hat umgerechnet. Jeder hat immer umgerechnet in die vorherige Währung. Aber ich glaube, das muss man jetzt für diese Krisenzeit, für diese Umgangszeit, über Umbruchszeit, wo wir jetzt eben übergehen vom Industriezeitalter hin zum Informationszeitalter, in diesen 3, 4, 5 ruppigen Jahren jetzt, die vor uns liegen. Ich glaube, da wäre man ganz gut beraten, wenn man nicht immer das Gold, den Wert des Goldes in Dollar, Euro etc. umrechnet. Genau. Man schlaft besser, man bleibt ruhiger und man hält vor allem die Volatilität, die die Märkte derzeit einfach bieten, besser aus. Richtig. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Lass uns ein bisschen genau. über die Volatilität sprechen, weil auch in allen großen Inflationen in der Geschichte. Ja, wir können uns zum Beispiel Venezuela zum Beispiel anschauen. Ja, Venezuela oder zum Beispiel Argentinien, wo es wirklich Hyperinflationen oder starke Inflationen gegeben hat. Da sieht man, dass die Aktienmärkte trotzdem weiter gestiegen sind. Das verstehen auch so viele nicht. Deswegen auch sehr oft die Frage, die wir kriegen, warum steigen die Aktienmärkte weiter, obwohl die ganze Global Economy, die ganze Weltwirtschaft auf Halt ist. Ja, wie kann es sein, dass die Aktienmärkte trotzdem weiter steigen? Und ja, das Zaubermittel Fiat Money ist das richtige Wort. Aber eben um das geht es nicht. Es wird jetzt immer mehr, und da trauen wir uns eine Wette abzugehen, der Hannes und ich, in den nächsten Jahren wird es immer mehr Menschen klar, was eigentlich wirklich Sache ist. Und am Ende des Tages, dann, wenn es aber jedem klar ist, meine Lieben, ist es zu spät. Der Markt preist die Sachen vorher schon ein, wenn es die Leute nicht wissen. Und es gibt diese großen Zyklen, das ist alles nachweislich, seit Jahrhunderten gibt es diese großen Zyklen. Und deswegen leben wir jetzt gerade in dieser einzigartigen Zeit, wo gerade eben die Edelmetalle einen ganz großen, ja ein massives, wie soll ich sagen, ein sehr dominantes Investment darstellen, aber auch das profitabelste, weil alles gegen Edelmetall abwertet.
wenn ihr das auch verstehen wollt, warum das so ist und wie sich das Ganze auch weiterentwickelt, wenn ihr auch die nächsten 6 Monate im Voraus schon wissen wollt, was am Markt passiert, dann lernt mit uns zusammen die Zyklen zu verstehen. Ganz herzlich die Einladung auf investinbest.de, unser kostenloser Welcome-Kurs, wo man schon ein Basic-Wissen aus diesen Zyklen und auch aus einem passenden Mindset dazu bekommt und dann auch natürlich später in unserem Member-Bereich, wo wir auch wöchentlich Updates liefern zu den aktuellen Marktausblicken etc. Von dem her ganz, ganz herzlich die Einladung. Benjamin, zum Abschluss möchte ich noch was Interessantes zum Goldenen Drachen sagen. Und zwar, das trifft nämlich auch ganz ideal, finde ich, und unabhängig von allen Zyklen, von allen Phasen, wo man steht. Beim Goldenen Drachen oben auf der Runde ist auf der Innenseite eine Inschrift. Und diese Inschrift ist aus griechischen, lateinischen, hebräischen und ägyptischen Hieroglyphen verfasst. Viele Wissenschaftler der Welt haben versucht, das Ganze zu entschlüsseln, was das denn heißen soll. Ist bis heute nicht gelungen, bis heute noch ein ungelöstes Rätsel. Am ehesten vermutet man, dass es Folgendes heißen könnte: Nutze jeden Augenblick, lass keinen Tanz aus im Leben, mitnehmen kannst du nichts. Und ich glaube, das trifft es ganz, ganz gut. Mitnehmen können wir alle kein Gold, kein Silber, kein Fiat Money, keine Kryptowährungen. Mitnehmen können wir alle nichts, ja. Aber wir können Spuren hinterlassen. Wir können uns bilden, wir können einen Mehrwert in diese Welt hineinbringen. Und diesen Mehrwert, der wird auch Bestand nach uns haben. Von dem her ganz herzlich. Super, also wirklich ganz, ganz toll, Hannes. Muss ich jetzt noch hineingrätschen, es tut mir leid, aber das muss ich jetzt machen. Weil gerade in einer Welt, wo einfach alle kurzfristig denken, du weißt es, also das kurzfristige Denken ist größer denn je derzeit, es ist präsenter denn je. Und gerade jetzt wird es Zeit, langfristige Werte zu schaffen. Warum? Ich bin Vater eines kleinen Kindes, Hannes Vater 2 kleiner Töchter. Das müssen wir einfach, ist unsere Pflicht, Positives in der Welt zu hinterlassen. Und deswegen gibt es uns, das ist unser Hauptwort. Das sehe ich auch. Das sehe ich Mehrwert als eine Klimademo, das sehe ich Mehrwert als irgendwelche Sachen, die man bei Lippenbekenntnissen, sondern wirklich etwas tun, einen Mehrwert leisten und dabei noch eine Menge Spaß zu haben. Genau. Ich glaube, um das geht es im Leben. Wenn wir das alle hinbekommen, glaube ich, haben wir eine Menge Freude. Von dem her, schließt euch uns an, weil es Teil unserer Gemeinschaft bei investinbest.de, würde uns freuen. Hat uns eben mega gefreut. Danke. Es war super. Hannes, danke für diese auch geschichtliche Einlage. Das hat mir Daumen mega nach oben. Ganz Daumen wichtig. Nach oben fürs Video. Ganz subscribed, also unbedingt abonnieren unseren Channel und natürlich kommentiert mit, was haltet ihr von Gold? Wir wissen ja, wir haben ganz, ganz viele Goldfans bei uns im Kanal. Deswegen lasst es uns wissen, was haltet ihr davon? Und ich würde sagen, genießen wir den Zyklus, den Edelmetallzyklus. Es wird noch mega, mega interessant die nächsten Jahre, aber auch turbulent. Da braucht es starke Nerven. Von dem her, es hat uns mega gefreut heute. Danke, danke fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.